Hallo, liebe Pfeifenfreunde. Ja, ein neues Gesicht. Wer ist das vor euch? Also, ich bin der Sebastian. Lange habe ich eure Videos mir angeguckt auf YouTube, konnte mich aber nicht zu Wort melden, weil mir einfach die Webcam fehlte. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, nachdem mein Computer kaputt gegangen ist, komm, kaufst du dir mal eine vernünftige Webcam dazu, kannst du auch dich auch mal zu Wort melden und mal deine Meinung über das Pfeiferauchen mal kundgeben. Deshalb, weil es mein erstes Video ist, ich absolut noch keine Erfahrung habe, ungefähr jetzt schon das 10. Mal, als ich neu angefangen habe, bitte ich euch auch da ein bisschen sanfter mit der Kritik zu sein. Natürlich ist Kritik gern gesehen, immer konstruktiv, damit ich auch mal besser werde. Aber ich brauche dann noch so ein bisschen mich dran zu gewöhnen und aber ich denke, es wird dann mit der Zeit klappen und die Community ist ja auch wirklich Spitzenklasse, was man hier bisher so erlebt hat auf YouTube. Ja. Zu mir, zum Pfeiferauchen. Ich hatte mal eine Zeit lang Zigarette geraucht, 1,5 Jahre, hab's dann aber später sein gelassen. Es hat einfach nicht geschmeckt, es war einfach nur mehr oder weniger kratzig und es hatte keinen Geschmack gehabt. Und es war noch teuer obendrein. Also weggelassen, hab dann mal 1 Jahr lang Pfeife angefangen, aufgrund meines Vaters, der auch ein bisschen seine Leidenschaft da drin hat. Und diese Pfeifenfreude konnte sich bei mir nicht so ganz niederlassen zu der Zeit. Ich hatte dann die ganzen Hochautomaten probiert. Das war so das Einzige, was ich kannte. Auch von den Bütchen her, die hatten kaum große andere Auswahl gehabt, beziehungsweise die naturbelasseneren. Die waren so ein bisschen mehr in der Ecke versteckt. Ja, also 1 Jahr lang, da habe ich es sein gelassen. Das war auch mehr notgedrungen zu Weihnachten. Weil meinem Vater fehlt, also für meinen Vater fehlte mir ein Weihnachtsgeschenk und da habe ich mal eben schnell gedacht, komm, schenkst ihm die Pfeife. Und dann hast du das auch schon geklärt mit dem Geschenk. Ja, jetzt nach mehreren Jahren, also ich habe meine Ausbildung inzwischen gemacht und gerade gegen Ende der Ausbildung habe ich angefangen wieder mit dem Pfeiferauchen. Da dieser Prüfungsstress, der aufkam, da brauchte ich etwas, was mich wieder runterbringt. Und da war wirklich die Pfeife das Mittel zum Zweck schlechthin. Es hat einen ruhig gemacht. Man konnte sich ein bisschen entspannen nebenher, einfach abschalten. Und so hat dann auch die Prüfung wunderbar geklappt. Ja, wie erwähnt, ich habe schon die ganze Zeit hier in YouTube mich ausgetobt, mich durch die ganzen Videos geklickt. Rally Grofti, die Yogi und Dieter sind alle ein Begriff, haben mich hier so ein bisschen zu meinen Tabaken geführt, die ich zurzeit rauche. Und möchte auch gerne mich da bedanken erstmal, weil es sind super Tipps, die man bekommt. Und die ganzen Tabake hätte ich nie gefunden. Wie gesagt, wäre wahrscheinlich nur noch bei den Hochautomaten hängen geblieben. Und sind zwar nett, aber für meinen Geschmack bin ich doch ein bisschen mehr naturbelassen. Vielleicht auch ein bisschen Latakia mit drinne. Ich weiß nicht, Kentucky, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber vielleicht könnte das auch was werden, weil ich auch gerne Zigarren mag. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich noch ausprobieren. Ja, allgemein finde ich es schade, dass die Pfeife nicht so ganz bekannt ist. Bei mir jedenfalls in der Gegend, ist wirklich Pfeife rauchen etwas Seltenes geworden. Jugend ist wirklich kaum bekannt dafür, dass jemand da Pfeife raucht und man wird echt schon komisch angeguckt. Ja, Pfeife. Und die wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was das ist, beziehungsweise assoziieren es mit einer Crackpfeife oder ähnliches und man könnte schon fast abgestuft werden. Aber das hat sich dann schnell, wenn sie das Holz sehen und dann hat sich das auch schon wieder geklärt. Ja, ich werde jetzt demnächst anfangen, auch mal eigene Tabake vorzustellen. Auch wie manche es schon in der Community wollten, werde ich auch wieder doppelt jetzt welche nennen, die bereits schon genannt worden sind. Aber auch welche, die ich bisher noch nicht hier gesehen hatte oder beziehungsweise seltener hier gesehen habe. Da würde ich zum Beispiel noch mal ein Wort zu sagen zu ein paar, die Rally Grofti vorgestellt hat, aus Amerika. Und natürlich ein, zwei Latakia. Wobei ich muss sagen, ich bin Schüler. Und bei mir ist das Budget stark begrenzt, deswegen werden neue Tabake eher seltener kommen und daher dementsprechend auch die Videos dazu etwas seltener.
Aber zu ein, zwei möchte ich gerne auch meine Erfahrungen berichten und euch mitteilen, ob es sich lohnt, für wen es sich lohnt und ja, auch mal ein bisschen Tabak, den man sonst nicht kennt, zu verbreiten. Ich spiele auch schon mit den Gedanken, wieder irgendwas aus Amerika zu kaufen, weil mir die Virginias aus Amerika sehr gut geschmeckt haben. Und ich habe auch gehört, dass da solche Latakia geben soll, die auch etwas milder sind und wahrscheinlich mir auch schmecken könnten. Nur das mit dem Importieren ist immer so eine Sache. Deswegen mache ich das ein, zwei Mal, ein, zwei, ein paar Mal mehr. Und dann so ein paar Paketchen dazu, dass das was größeren Umfang hat und dann auch im Versand was günstiger wird. Ja, das soll es im Großen und Ganzen sein. Ich freue mich jetzt erstmal gleich das nächste Video zu machen, wenn es klappt noch zeitlich. Dann wird es das erste Review werden über, wie nehmen wir denn, ich denke mal den Samuel Gavis, na, den Cumwealth Full Strength Mixture. Ist ein sehr, sehr angenehmer Tabak, muss ich sagen. Obwohl der Latakia mich am Anfang da schon sehr umgehauen hat, aber ist ganz gut. Ich denke, da werde ich gleich noch ein Video zu machen. Also, ich bedanke mich schon mal für jegliche konstruktive Kritik. Unkonstruktive, ja, die kann ruhig fernbleiben. Aber ich hoffe, dass ich auch dann gut aufgenommen werde in der Community und ich denke, das wird schon werden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, man sieht sich hier nochmal wieder. Bis dann.